Diego Velázquez war ein spanischer Maler und gehörte zu den wichtigsten Porträtmalern seiner Zeit. Darin konnte er sich auch oft genug üben, denn er war Maler am Hof des spanischen Königs. Dort musste er immer wieder aufs Neue die königliche Familie und ihre Gäste porträtieren. Auf unserem Gemälde hat Velázquez die Königskinder porträtiert. Im Mittelpunkt steht die Königstochter Margarita, ringsherum ihre Gefährtinnen. Auf dem Bild kannst du auch einen schlafenden Hund und zwei Hofzwerge finden. Und ganz hinten im Bild steht ein Mann, ob er kommt oder geht. Velázquez hat kein gewöhnliches Porträt angefertigt. Also eigentlich schon, da er die Königskinder gemalt hat. Aber auf dem Bild ist das gesamte Zimmer und sogar der Maler zu sehen und dazu noch seine Leinwand. Es ist also nicht wie bei einem Familienfoto nur die Familie dargestellt, sondern das gesamte Atelier mit dem Maler selbst. Und sogar du als Betrachter stehst quasi selbst mitten im Atelier. Ein Spiegel hängt im Hintergrund und reflektiert die Oberkörper von König und Königin. Was meinst du? Zeigt der Spiegel das Bild, das der Künstler gerade malt? Oder schaut das Königspaar zu, wie Velázquez ihre Kinder malt?